Erster Fehlpass, erster Ballverlust. Dann geht's schnell nach vorne. Morey. Einzelführung, Rhein-Neckar-Löwen. Eine tolle Präsenz in der Abwehr, aber auch im Angriff zeigt. Und damit auch Juri Knorr schon im ersten Spiel immer wieder lassen konnte. David Speth, 13 Paraden waren es gegen den THW. Es geht schnell nach vorne. 2-0-Führung. Kommt, dann kann es sehr schnell sehr gefährlich werden. Dass da irgend so einer im roten Dress plötzlich dazwischen spritzt. Ansatzlos in die Top 400 der Feldtorschützenliste der HBL eintreten. Letzter Pass, Martinovic. Gib ihm den Ball in solchen Situationen. Der weiß genau, was er macht. 10 Tore gegen den THW im ersten Spiel. Und hier zeigt er, was seine Klasse ist. Und David Speth is on fire. Genau für diese Emotionen lieben sie ihn da bei den Löwen. Ja, wieder so ein verrückter Pass auf links außen. Aber wieder David Speth. So, und Juri Knorr kommt bei den Löwen. Oh, ist der frech bei den Löwen. Abschluss muss aber kommen, per Kemper auf Ivan Martinovic. Ja, perfektes Timing. Hätte da vielleicht sogar schon selber die Chance suchen können. Entscheidet sich für den Pass. Oh, und da geht es wieder schnell von der anderen Seite aus. Volltreffer für die Löwen. Zu überhasteter Abschluss. Ohne Vorbereitung, der Pass Zucker. Der Abschluss auch. Oh, 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 Bietigheim muss aufpassen und reagiert, nimmt die Auszeit. Ah, und dann so ein überhasteter Pass, der so unsauber ist. Oh, der ist für die Galerie, was für ein schöner Dreher. Hier nochmal, super schwieriger Wurf. Sowas kann eine Mannschaft auch pushen. Oh, klasse Anspiel, aber auch wieder klasse Parade. Juri Knorr wieder da. Und wieder tänzelt er sich da ganz elegant durch die Defensive. Wieder gut abgefangen. Und das ist, was die Löwen heute auszeichnet. Dieses unglaubliche Tempospiel. Diese nicht mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, Allstars sich verstärken und so irgendwie was zu erzwingen, sondern nach Möglichkeit auch nach wie vor die DNA in den Bietigheim nach oben fahren. Heimann ist der schnellste vorne. Und jetzt kurze Verwirrung bei den Löwen. Juri Knorr, ansatzlos. Gibt's noch mal eine Chance. 5 Sekunden. Und David Speth sichert den Halbzeitstand von 19 zu 11. Im Rückraum am Kreis, Janni Kurbacher wieder mit dabei. Und da nutzen sie das Überzahlspiel perfekt aus. Kurbacher macht es so schlau, geht da komplett in den Rücken. Boah, was für ein Hammer. Oh, und dann so ein blöder Ballverlust. In der Krone auf und davon. Mit Spät. Und das ist wieder so ein Päschen. Kommt aber nicht an. Gut zurückgearbeitet. Oh, dann so ein doofer Ballverlust. Martinovic sagt Dankeschön. Ja, und er hat es auch in mehreren Interviews im Podcast der Rhein-Neckar-Löwen noch unterstrichen, wie wohl er sich hier in Mannheim fühlt. David Speth, die Hallen teilt. Starker Pass. Knorr, was eine Täuschung gegen die Wurfhand. Aber sie finden immer wieder die Möglichkeiten. Schön hinterlaufen. Kühn.
Aber David Späth, Parade Nummer, Achtung, festhalten, 20. Und Knoch. 33 zu 25.